Ölkühler und die Wasserpumpe. Die werden wir natürlich auch erneuern. Dann wird es echt blubbern. Also habe ich schon oft gesehen. Das ist alles noch von dem Wasserladenluftkühler. Super! Wir können leider nicht weiter. Hoschkel, Dennis bei KFZ40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mann, es ist kalt. Heute geht's weiter mit unserem TSI-Motorschaden, den wir leider erlitten haben. Was soll man machen? Ich wollte ja mit dem Zylinderkopf zum Profi. Leider werden wir es nicht schaffen, weil, Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe so viel zu tun. Und ich hatte ja Dreharbeiten noch dazu. Oh, da ist einfach viel zu viel gewesen. Wenn ich dann einen Tag beim Profi bin, ja, dann bin ich den ganzen Tag von der Werkstatt raus und dann vielleicht schafft er das nicht mal an den gleichen Tag fertig zu machen, dann ist es vielleicht 2 Tage und ich habe hier viel zu viel zu tun und ich brauche eine Bühne. Deswegen werde ich heute, ihr werdet es vielleicht nicht in einem Video sehen, aber heute muss der Golf fertig werden. Wir sind hier in der Lackierkabine, hier werden wir den Kopf sauber machen, das wird auch sehr interessant. Mit unserem Coolmaster Trockeneisgerät, der Gerät. Das wird ja interessant. Ich habe ja den Kopf gesehen gehabt. Ist richtig dreckig hier. Auch hier. Natürlich die Einlassseite war ja katastrophal. Und hier nochmal riesen Dankeschön an Phoebe. Ehrlich, die haben mir erstmal 3 riesen Pakete geschickt. Das ist sehr, sehr viel. Ach, Ventilschaftdichtung, Ölwanne, Dichtung, Ölkühler, Magnetventilkraftstofffilter, Ansaugkrümmerdichtung. Dann kriege ich natürlich auch später eine ordentliche Inspektion mit richtigem Öl. Apropos Öl, wusstet ihr, dass Phoebe auch Öl macht? Wusstet ihr das? Ja, Öl haben die mir auch geschickt. Ja, das wissen vielleicht nicht viele, aber Phoebe macht auch Öle. Das wird hier heute ganz anders aussehen. Kette haben wir auch da, den hatten wir ja schon bekommen gehabt. Wir machen alles schön sauber. Auch die Sachen hier machen wir alles schön sauber. Hier die Ansaugung, da wo die ganzen Einspritzdüsen drin sind, werden wir sauber machen. Zylinderhaube werden wir sauber machen. Turbo kommt neu, aber Rücklauf werden wir schön sauber machen, das ist klar. Wenn ihr einen Turbo macht, müsst ihr eigentlich den Rücklauf erneuern oder das Ding richtig sauber machen. Weil das kann immer sein, dass da Verkorkungen drin entstehen. Ja, ich sag mal, wenn der Rücklauf verstopft ist, macht ihr den Turbo natürlich ruckzuck wieder kaputt. Die Ansaugbrücke müssen wir sauber machen, das heißt hier Kühler rausholen, ja, hat er wieder Öl verloren, das gibt's doch nicht. Kühler rausnehmen, den Kühler sauber machen und das hier alles werden wir später in den Golf einbauen. Neue Kolben bekommt er auch noch. Also motortechnisch sollte er eigentlich danach super sein. Was wir nicht machen, dass wir den Kopf oder so vermessen, aber Leute, das nehme ich auf meine Kappe, wenn da was passieren sollte und der jetzt anstatt 122 PS nur noch 120 PS hat, wenn er überhaupt die 122 PS erreicht, dann ist das natürlich meine Schuld. Hier, das werden wir später auspacken, Turbo ist neu, die ganzen Dichtungen, Kummerdichtungen, ganzen Schrauben, Bolzen. Natürlich hier die Ventile sind hier aufgeschlagen, ihr seht ja, wie die aussehen. Hier, guck mal, der sieht schön krumm aus. Weil die Kette ja gelenkt hat. Wir werden hier natürlich die neuen Ventile einschleifen. Ja, ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, aber ich hoffe mal, dass ich das hinkriege. Oh. Eia. Kolben kommen auch neu. Keine Übermaßkolben. Ich habe ja mit dem Wagen gefahren und ich bin der Meinung, er hatte volle Kompression gehabt. Neuwagen-Feeling wird da sein. Das sind unsere 3 mm Pellets. Ja, und dann mal schauen. So sieht das Ganze aus. Kühl. Oh mein Gott. Wir werden das Gerät anschließen und dann bin ich mal gespannt. Freue ich mich schon. Kreuzschliff werden wir heute auch machen. Das Ganze werden wir mit der Hand schön planen. Also was heißt planen? Schleifen. Einmal schleifen. Wampo. Guck mal, was hier ist da. Weil die haben ja auch gesehen hier. Motorschaden, er braucht einen Drehmoment. Achte mal, was ich geschickt habe. Ein Drehmomentschlüssel von 17 bis 340 Newton. Digital. Keine Ahnung, das Ding kostet auch nicht viel. Ich kann euch nicht sagen,
ob das gut ist oder schlecht. Ihr wisst ja, ich bin Gedore-Man. Aber ich werde es mal ausprobieren. Mal gucken, wie das so ist. Gut, ich ziehe mich um und dann fangen wir direkt mit dem Kopf an. Das ist Trockeneis. Das ist eigentlich Gas. Das ist kein Eis, das ist Gas. So, guck's dir jetzt mal an. Wie da jetzt Feuer aussieht. Also das Ding muss mir ja mit Trockeneis richtig geil gehen. Also ich glaube nicht, dass das viele gemacht haben mit dem Trockeneis. Ich habe es auch noch nie gemacht, Leute. Es ist auch das erste Mal für mich. Ich bin jetzt auch gespannt, aber mit unserem Coolmaster müsste das sowieso ohne Probleme gehen. Wir machen mit 0,5 Bar, also wir werden da auch nichts abtragen, ne? Das ist echt. So, jetzt machen wir das an. Rot ist eingestellt, Programm 1, 0,5 Bar. Jetzt schon an. 0,5 Bar. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, 0,5 Bar ist ein bisschen zu wenig. Machen wir. Programm 2. Ein Bar. Mal schauen. Wir sind fertig. Du glaubst nicht, wie viel Dichtmasse hier rausgekommen ist, ne? Hier ist ganze Zeit Dichtmasse rausgeflogen. Unglaublich. Oh, schön kalt geworden. Guck mal hier. Oh, das sieht gut aus hier. Hier siehst du das. Guck dir das an. Du siehst ja die Ventilführung richtig. Super, das sieht gut aus. Ne? Und hier? Wow, hier siehst du das auch richtig. Achte mal bitte die Kanäle an. Ja. Ja. Also Leute, ich hab da mal richtig drauf gehauen, ne? So, diese Dichtung erneuern wir sowieso. Die sind schön sauber. Das ist jetzt auch gleich fürs Schleifen sehr, sehr wichtig. Boah, das sieht richtig gut aus. Wow! Also echt cool, was das ist geil. Und Trockeneis, wie gefällt dir das? Das macht gut sauber auf jeden Fall. Ja, natürlich, es gibt nichts Besseres als Trockeneis. Alle Ventilführung einmal schön ausblasen. Und dann machen wir die Ventile einschleifen. Ich besorge schon mal alles. Ich habe ja gesagt, ne, vorher, ich habe überhaupt keine Silikonmasse gesehen. Voll geil, ne? Also perfekt aufgetragen. Alles war hier. Im drin, ne? Ja, Wahnsinn, wie viel Silikon hier entfernt wurde. Das ist Wahnsinn. Ich habe nur die ganze Zeit gesehen, wie Silikon wegfliegt. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen Kopf so sauber gesehen. Ventile einschleifen. Habe ich nicht oft gemacht. Muss ich sagen, Auslassventile, 8 Stück. Da sind die Ventilschaftdichtung. Wie viele haben wir davon? 50 Stück. Da können wir den einen oder anderen mal kaputt machen. Da kannst du mal probieren später. Okay. Dann ist es nicht schlimm. Und dann haben wir unsere Auslassventile. Oder warte, waren das die Einlass? Und die, das sind die Einlass. Das waren die Auslass. So. Hier haben wir unsere Ventilspiegelhälften. So nennt sich das. Wir machen jetzt einen auf Fahrtwinkel. Kennst du das, Ivo? Hast du schon mal Feuer gemacht? Ja, Feuer früher. So. Ja.
Schon mal vorher gemacht? Nicht. Ja, wird mal Zeit hier. Ich habe das auch schon lange nicht mehr gemacht. Es kann sein, dass ich einen Fehler mache. Also das ist auch kein Video, wo ihr es nachmachen sollt. Aber ich zeige euch ungefähr, wie das geht. Also ich kann auch einen Fehler machen. Ist ja mein Auto, alles gut. Ganz, ganz wichtig, erstmal gucken, dass alles hier schön sauber ist. Ne? Also innen haben wir echt sauber gemacht, was es geht. Mehr geht nicht. Ventilführung wird drinnen bleiben. Ne, sogar diesen sauber geworden. Wir haben einmal grob und dann haben wir fein. Schleifpass. Das erste wird grob sein und das zweite wird fein sein. Wir müssen alle Ventile einschleifen. Weil wenn wir das nicht machen, kann sein, dass die nicht dicht sind. Und dann hast du ein folgendes Problem, Ibo, dass er nicht abdichtet. Das heißt Kompressionsverlust. Da wirst du jetzt keinen krassen Unterschied sehen. Für mich ist erstmal wichtig, passt der überhaupt? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Alles vom Phoebe. So, dann haben wir das hier, Ibo. Je nachdem, was du brauchst. Also die sind auch nicht teuer, ne? Ups, die halten auch sehr gut. So. So, kannst ja auf Harry Potter machen. So, dann nehmen wir Paste und machen, guck, mach ein bisschen hier drauf, mach ein bisschen hier drauf, mach ein bisschen hier drauf und machen hier drauf. Also nicht komplett, ich könnte es auch komplett machen, aber ist eh egal, weil wir das sowieso einschleifen, ne? Also das wird sowieso einmal komplett gehen. So, und dann machen wir den einmal rein. Und dann, hörst du das? Ja. Und je nachdem, dann machen wir Feuer. Du hörst das eigentlich, wann er richtig schön eingeschliffen ist. Merkst du das? Und langsam drehen, ne? Nicht zu fest, sonst verbrennen wir die Paste. Erfahrene Leute, die das echt sehr, sehr oft machen, die machen das mit Maschinen, ne? mit Akkubohrer und so. Aber das traue ich mir nicht zu. Ich mache es lieber mit der Hand, damit der eine oder andere Bizeps noch heile bleibt. Ne? Guck mal jetzt, wie das jetzt aussieht. Ne? Schön eingeschliffen. Das ist das Grobe. Jetzt alles nochmal sauber machen. Scheiße, das ist grob. Wir haben das jetzt mit fein gemacht, ganze Zeit. Ja, wir haben das ganze Zeit mit fein gemacht. So, also machen wir das gleiche nochmal. Also erstmal mit grob und danach fein. Oh, das hört sich brutal an, ne? Geht's wieder nochmal. Dann wissen wir, was fein und grob ist, dass wir das nicht verwechseln. Ach, die muss man auch schleifen? Ja, die musst du anpassen natürlich, ne? Die werden wir auch später kontrollieren. Hier siehst du das auch, alles ist schön rein. So neu geschliffen, ne? Alles sauber. Mhm. So, alles auch nummeriert. Ist auch wichtig. So, jetzt Ventilschaftdichtung. Ach, diese kleinen Dinger da, ne? Ja, die müssen wir machen. Also ich zeig euch auch mal den Unterschied. Das Problem ist immer, also es ist normal, ne? Das ist jetzt keine TFC-Krankheit oder so. Egal, wo das dran macht, ihr werdet das bei jedem Fahrzeug haben. Bei einem mehr und bei einem weniger. Guck mal das an. Hier, siehst schon sofort den Unterschied optischen von oben. Die Löcher. Warte. Ja. Genau, also das ist auch normal. Ne? Also nicht, das ist größer, nicht. Das ist kleiner. Ja. Weil hier, normal. Genau, das ist ja hier drauf. Und das hält ja den Öl ab, ne? Dass da Öl reinkommt durch das Ventil. Ja. Ne? Und wenn er dann halt... Das Ding ist auch, die sitzen auch hier oben, oder? Ja, das ist ja Ventilführung. Okay. Oh, das ist die Ventilführung hier. Die das ist die Ventilführung. Jetzt habe ich das verloren. Ist nicht schlimm. 50 Stück davon. Oh. Hast du gesehen, da ist einer reingegangen. Ja, ja, alles gut. Boah, Alter, den habe ich mir mit der Hand reingemacht. Wahnsinn. Das kann jeder machen, wie er will. Du hast da ein Loch reingemacht. Ja, ich habe da ein Loch reingemacht. Also setzen deswegen wir die alle wieder ein, sozusagen, was wir letztens rausgeholt haben. Genau. Und das sind die neuen Ventile. Oh. So perfekt sitzen, du siehst, ist schon zu perfekt, oder? Ne, nehmen wir den anderen, wir nehmen den hier. So. Die werden einfach drauf gesetzt? Ja, die werden jetzt so drauf geschraubt oder so, ne? Ne, die werden reingeschlagen. Ach, die werden reingeschlagen.
genau. Oh. Ah, der ist auch, auch schon. So, ne? Hast du denn noch eine Alternative? Oh. So. Das ist der richtige? Das ist der richtige. Und so werden wir das einmal reinschlagen. Die werden reingeschlagen. Mit was werden die reingeschlagen? Mit dem Werkzeug? Damit. So rein. Einmal. Das eine kommt so drauf. Und dann schlägst du das so rein. Den drauf und dann hier draufschlagen. Ja. Natürlich mit Vorsicht genießen. Ne? Also darf ich da mal rüberkommen und da dort mitgucken? Ja. Ich sehe das von der Alter, ey, wir haben ihn so sauber gemacht. Ich habe das Gefühl, jetzt können wir sogar mit der Hand rein. Reinjagen. Dann pack ich mal hier. So, dann Gummihammer. Also jetzt kriegt jedes so Löchlein dieses Teil da rein, ja. Ne? Ja, ja, aber ich muss aber arbeiten hier, ne? Hallo. Okay, ich guck mal. Okay. Hörst du das? Das hörst du am Akustik sofort. Das fühlt man und hört man wahrscheinlich. Das hört man, ja. Und das machen wir natürlich... Kann ich mal gucken, wie es aussieht? Ja, jetzt haben wir hier da... Also der sitzt jetzt, ne? Der sitzt. Und jetzt machen wir das bei allem. Ich mache das schon mal alles provisorisch mal einmal drauf. Darf ich mal gucken, wie lang die Dinger sind? Hier, kurz einen Kabel nehmen wir jetzt. Du hast ja heute einiges hinter dir schon, ne? Nee, wirklich nicht. Ich muss ja auch nebenbei arbeiten hier. Du hast noch viel zu tun. Und das ist immer Hammer. Dann rufen wir die, dann kommst du wieder, dann kriegst du einen Anruf, dann kriegst du das, dann kriegst du dies. Dann hast du einen Kunden, dann musst du ein Auto annehmen, dann musst du das machen, dann musst du einen Termin machen. Und das ist dann halt schlimm. Deswegen zieht sich das Ganze. Das zieht sich. Also, und Ventile schleifen war ja auch nicht ohne. Ne? Das ist, macht man jetzt auch nicht. Macht man in Ruhe, ne? Ja, macht man in Ruhe. So, jetzt schlage ich alle einzeln ein. Natürlich achten, dass auch alles passt. Mhm. Und dann gucken, dass ihr das akustisch auch hört. Das hast du gehört. Das hast du gehört. Das hast du gehört. So, Eidosch. Ja. So, jetzt sind die alle drauf. Alle reingekloppt. Alle reingekloppt. Na, natürlich jetzt einmal nochmal kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Ja, alles super. Die passen, ist eher nichts, irgendwas, was schief ist oder so. Aber das ist so super. Also ich habe das ja auch so schön sauber gemacht. Nichts sein, ne? Nichts sein. Und jetzt können wir auf jeden Fall nochmal das Ganze hier ein bisschen einfetten. Richtig? Die müssen jetzt auch mal eingefettet werden? Ja, weil jetzt die Federn raufkommen. Ach, du hast die auch noch nummeriert, so? Ja. Ah, okay, und die werden jetzt da reingedrückt? Die werden jetzt hier reingedrückt, ja. Das ist die 8. Weißt du auch oben, unten, oder ist das erstmal egal, wenn die neu sind? Nein, nein, das ist, der passt wieso nur einmal hoch, runter. Echt jetzt? Ja, ja, ist ja Einlass, Auslass, ist ja dicker. Aber, ach so, die sind dicker. Ja. Und sie sehen schon ein bisschen anders aus, okay. Du siehst das ja optisch. Da habe ich nicht drauf geachtet vorhin, als ich daneben stand. Und dann, so, zack. Normalerweise hat man auch so einen Schutz dafür, ne? Aber die habe ich leider nicht Schutz da. Schutz für? Ja, also das Problem ist jetzt, du musst natürlich aufpassen, dass diese Keile hier, diese Keile, wo die Keile drauf kommen, ne? Ja. Dass sie das hier nicht beschädigen. Da musst du aufpassen. Und dann hast du so einen Schutz und dann kannst du den einfach so draufschieben. Habe ich leider nicht da. Okay, aber ist es denn schlimm? Wir müssen einfach ein bisschen mehr aufpassen. Nein, du musst aufpassen. Also deswegen auch ein bisschen einfetten das Ganze. So. Eidosch. Ja. Jetzt müssen die Dinger rein hier. Ne? Das ist Wahnsinn, wie schwer das geht. Das ist jetzt Fummelarbeit. Das ne? ist Fummelarbeit. Am besten ein bisschen immer mit Fett arbeiten. Was drunter stellen am besten. Die Kegelhälfte heißen die Dinger. Ah. Ja, irgendwie so heißen. So, der eine geht natürlich sofort rein. Das ist immer ein Traum. Und da muss der andere rein. Aber schön, dass du es von da aufnimmst. Das sieht jeder. Das ist ja auch wichtig für die Community, damit die mich immer sehen. Die Arbeit ist ja wie, egal. So. Das Auto.
Es kann einer Sekunde oder ein paar Minuten. Mhm. Und bis man alle drin hat, ist man vielleicht eine Stunde unterwegs, ne? Ja. Und wie sieht's aus? Ja, letzte. Letzte? Ja. Letzte. Das ist dann, schöne Arbeit, oder? Dann ist ja, also wenn man drauf steht, ja, ist aber nicht so nicht. Also, Ahmed hat hier so ein Profi-Ding bei sich stehen. Also, Werkzeug? Ja, wenn okay. ich nächstes Mal mache, dann auf jeden Fall mit dem Profi-Ding. Nicht mit dem. Das ist einfach ein bisschen instabil, ne? Das ist. Das ist Hobby-Werkzeug. Mehr ist da nicht. Jetzt ist alles drin, ne? Ja. Mühsame Arbeit. Safe. Hast du jetzt Benzin drauf gemacht? Ja. Schön. Und? Sieht gut aus? Sieht ja sehr gut aus. Wenn es jetzt gar nicht gut geschliffen wäre, dann würde es echt blubbern. Also habe ich schon oft gesehen. Oder er verliert halt schnell, ne? Aber so ja. ist gut. Dann haben wir erstmal den Kopf soweit fertig, weil wir werden den noch auf jeden Fall schleifen. So, die Sachen werden wir einbauen. Hier, auch sehr interessant, morgen. Das machen wir morgen, weil wir müssen ja den oberen Teil hier auch ausbauen. Das haben wir heute alles gemacht. Was ist das? Zeig mal. Ach, das habt ihr schon heute erledigt? Das haben wir heute erledigt. Das sind die Sachen, die noch eingebaut werden. Die werden noch alle eingebaut. Ach, das ist ja, das ist nicht alles. Ich habe noch voll viel im Auto. Einspritzdüsen sind auch schon drauf. Wir haben es geschliffen einmal. Ja, also Kopf ist auf jeden Fall einsatzbereit. Dichtigkeit haben wir ja geprüft. Sieht alles gut aus. Thermostat werden wir erneuern, weil der ist ja hier kaputt. Den habe ich ja kaputt gemacht. Ölkühler und die Wasserpumpe, die werden wir natürlich auch erneuern. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dort, wo wir nicht rankommen, zu wechseln. Drosselklappe abbauen. Weil Drosselklappe kriegt eine neue Dichtung und dann machst du das Innenleben schön sauber. Du machst Kühler machst du sauber, also Ladeluftkühler oder Wasserkühler in dem Fall. Machst du sauber, dann baust du den aus, den machst du sauber und dann tust du mir einen Gefallen. Turbo, Rücklauf, raus und das Ding schön sauber machen. Schubumlaufventil, weiß ich gar nicht, ob das bei dem neuen dabei ist. Das müssen wir uns anschauen. Ansonsten habe ich auch eins vom Febi noch da. Den werden wir dann umbauen. Guck mal, gut, dass wir die Wasserpumpe erneuert haben. Ja, du siehst, die ist schon undicht gewesen. Wasserpumpe ist drin, Ölkühler ist drin, Thermostat ist drin. Thermostat müssen wir natürlich später festmachen. Ja, jetzt gucken wir uns einmal unseren Kreuzschliff an. Brauchen wir einen Kreuzschliff oder nicht? Bevor wir hier... Wir haben auf jeden Fall Kreuzschliff. Aber wir werden da ein bisschen nochmal Kreuzschliff reinmachen. Wie ich das mache heute, zeige ich euch. Wir werden ganz kurz die Kolben umbauen. Ivo hat das super sauber gemacht. Nicht nur von innen, sogar von außen. Das haben wir auch sauber gemacht. Ihr glaubt nicht, wie viel Öl hier raus noch gekommen ist, ne? Das ist alles noch von dem Wasserladenluftkühler. Wahnsinn. Hier auch schön sauber. So muss das sein. So, jetzt werden wir die Kolben erneuern. So, dann machen wir die Kolben schnell umbauen. Natürlich nicht falsch einbauen, sonst hätten wir Probleme. Die Kolben passen nicht. Echt? Super! Wir können leider nicht weitermachen. Oh, das ist traurig, aber egal, was wir machen. So, ich bestelle das jetzt neu. Ich habe jetzt alles bestellt. Da sind die Kolben dabei, Pleule dabei, die ganzen Lager dabei. Ich habe die Hauptlager, ich habe diese Lager auch schon geholt. Aber jetzt haben wir alle Lager dabei, auch die Lagerschalen. Ja, ja, die hatte ich ja sowieso bestellt. Also Komplett-Dings-Paket. Genau, Lagerschalen haben wir sowieso eingebaut. Was natürlich ärgerlich ist, ich habe das ja im Video erwähnt, ich habe so viel zu tun nächste Woche.
Und wir hatten heute Überstunden geschoben, alles kein Problem. Ne, wir hatten das schöne Wochenende komplett durchgezogen. Also wenn es heute nicht geklappt hätte, hätten wir das in Ruhe nochmal ein, zwei Stunden morgen gemacht. Das fällt ja auch jetzt aus. Also müssen wir jetzt nächste Woche gucken, dass wir das so schnell wie möglich machen. Aber sind bestellt. Die Teile sind bestellt. Also beim nächsten Mal, Leute, gibt es ein Gewinnspiel. Das könnt ihr ja beim nächsten Mal gewinnen. Top Gear Car Jump Starter. Cool, da haben wir noch ein bisschen. Ah, super, guck mal. Okay, weißt du, das reicht noch bis morgen? Das reicht bis morgen. Ich bin verliebt. Bereit? Ja, klar. Bin ich schon die ganze Zeit. Eidolch ist auch die Einzige, die ihn gefahren hat, weißt du das? Ja. Sonst hat das noch keiner gefahren. So, die Sachen machen wir auch noch schön sauber. Morgen, ja, das machst du. Wunderbar. Hier. Die Rollen und so werden sowieso noch erneuert. Muss das hier abgedeckt werden? Nein, das nein. Hier? Passiert nichts. Das kupfere hier? Nein. So, danke schön fürs Zuschauen. Ja, hat leider nicht geklappt, aber egal. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft das Ding. Und dann bin ich mal gespannt, wie du das sauber machst. Ne? Oh ja, ich auch. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.